Hallo Internet und hallo YouTube, wenn man zu fad ist und weiß immer keine wieder nach. Glaubt, das ist das Comeback von Euro Truck Simulator. Kein Scherz. Meinen Sie ernst? Es gibt das Comeback des Euro Truck Simulators gerade. Wenn man gerade danach war. Muss ich sagen. Nein, dann werde ich einfach ein bisschen doch wieder die alten Spiele spielen, mit denen ich so trotzdem im Let's Play dabei gehabt habe. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an mit dem Euro Truck Simulator. Bei Null. Da wollen wir hier hin. Ich tippe mal in die Richtung. Ganz böse. Jetzt haben wir eine 80er Beschränkung derzeit. Falsche Spur. Schauen wir, wie wir es dieses Mal zusammenbringen, also ein bisschen mehr zusammenbringen als sonst. Letztes Mal hatten wir ja fast schon so viele Städte. Also schon weit gebracht. Diesmal möchte ich es ja noch weiter bringen. Diesmal möchte ich wirklich jede Stadt einmal besucht haben. Ja, natürlich toll. Ein bisschen toll, da geht ja da fast nichts beim Spielen. Als erste Fahrt geht es von Graz, von zu Hause aus nach Bratislava in die Slowakei. Da sind wir dort gestartet, wo ich selber zu Hause bin derzeit. So, mal mit Tempomat. Selber nicht viel machen. Lass mich aufs Spiel konzentrieren. Warum spielen wir den Euro Truck Simulator wieder? Weil es einfach, weil es nicht ruhig ist, gemütlich ist. Und man ein bisschen Spaß dabei einfach hat. Finde ich zumindest. Also ich habe zumindest Spaß dabei. Die gute Zeitvertreib auch. Genug andere Spiele nebenbei noch laufen mit Interessantheit und so. Also, keine Sorge, jetzt kommen die ganzen Spiele nicht zu kurz. Okay, so ein Tempomat unabsichtlich beendet. Also, bei 81 eingependelt, ganz geil. Ja, passt schon so. 80. 80, 81 eingependelt, passt schon so. Und sonst kommt ja, ist ja das so mit der Iberia DLC nochmal mit den Spaniern weiter und Portugal, also daher ist ja das Ganze auch nicht schlecht, wenn wir hier spielen. Wir wollen ja ein bisschen was erreichen. Wie gesagt, wir wollen ein Imperium haben, wir wollen einiges an Geld einnehmen und auch so uns weiterbilden in der Welt des Transportens, also der Transporte und mit der Industrie. Ich finde, das ist ein guter Backup zu Transportfieber gut, weil das auch ja mit Geld zu tun hat, eigentlich wieder, wenn man dafür selber viel tun muss. Und ja. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man sehr langsam unterwegs sind, 80 km/h. Wird ein lustiger Part werden, der wird ein bisschen länger werden. Also brettern wir da mit 100 durch. Sagt uns einmal die geschwindigkeitsorientierten Dinge. Fahren wir gerade mal auf der Autobahn dann abfahren, Wien? Ich glaube schon. Wir haben dann Wien auch schon entdeckt. Zuerst jetzt den Wechsel darstellen, den Übergang in. Und so gerade. Das ist so keine Wappen mehr fahren. So, so, so kann es gehen.
So kann es gehen, vielleicht auch irgendwann oder so. Alles in allem natürlich, es ist, wie gesagt, ein Spiel, das ich gerne zocke und spiele. Also da kann jetzt nichts drum. Jetzt mal was tun will, geht's nicht. Jetzt geht's wieder. Das Licht aufgedreht, glaube ich. Bin mir jetzt sicher, was aufgedreht, ich glaube schon. Bringt mich unten Bus. Finde ich gar nicht toll. Finde ich gar nicht nett, den Bus überholt zu werden. Wie im Entwirren. Ja, der ist schon langsam hinter uns. Ich glaube, der hat schon mitbekommen, dass er nicht wieder runter darf. Bin ich wieder so nett wie immer bei jedem Spiel. Wie ich das Let's Play jetzt aufbauen, so wie ich es eigentlich aufbauen wollte beim ersten Mal, das Let's Talk Let's Play spielt, aber das ist, glaube ich, hier für Blödsinn gedacht, mehr oder weniger, jetzt eher weniger, wenn. Eher versuchen hier ernst zu bleiben und ein bisschen eher auch um über erst ernste Dinge zu sprechen wahrscheinlich. Ja, das ist glaube ich das Beste, was man mit den Spielen machen kann. Zu reden. Das ist ein typisches Livestream-Spiel. Wenn man es genau nimmt. Mal schauen, ob wir das andere im Livestream. Vielleicht. Ja, mal lustig wieder. Mache ich jetzt so selten. Das ist, wenn man von der Partnerseite ist und dort Livestreams macht nebenbei, aber die eigentlich nicht für sich selbst, sondern für die Clowns macht. Dann ist man selber eigentlich für sich sein kann, ein bisschen zu faul schon, hier weiter in Streams, also Livestreams zu machen. Das Aufnehmen nebenbei, das tut nicht weh. Das ist ein schöner Nebenteil der ganzen Sache. Ja, ich dachte mir schon, das bremsen. Jetzt läutet die Glocke schon wieder. Also irgendwie will mir die Glocke ärgern, oder? Spätestens schon wieder. 19 Uhr. Abendmesse. Wir fahren 5, wir fahren 70 in einer 50er Beschränkung. Gut, wir sind die besten Autofahrer. Das waren wir immer schon im Spiel. Das sind wir ein bisschen raus aus den LKW, weil es nervt mich ein bisschen gerade mit 80 durch die Pampa zu duckern. Zwischen sollte man aber nicht werden, weil da kommt sicher irgendwann ein Blitzer wieder. Irgendwann mal. In der nächsten Zeit. Ihr könnt mich überholen ohne Probleme. Brauchen wir gar nicht, der überholt alles. So ist er nach. Da bremsen wir ab. Und pendeln sie wieder bei 80 ein. So easy geht das. Jetzt kommt dann sicher gleich eine 40er, 70er Beschränkung. Ich mache mal ein ab. Bin zu langsam in die Kurve eingefahren. Das war zuerst zu schnell in der Kurve vorn, waren sind wir jetzt zu langsam in die Kurve rein. Ja, das ist auch so eine Kunst bei dem Spiel immer. Ich will ein bisschen schneller 70 fahren, wenn ich ehrlich bin. Weil eigentlich sollten da keine Blitzer sein. Das ist schon wieder 80er. Nur für uns wieder nicht. Kein
zu hören. Das können wir durchstarten. Das war jetzt wieder kurz lustig. Oh, da steht die Polizei. Gut. Slowacki Polizia. Lass uns aber in Ruhe. Das sind sich für uns ja gar nicht, wir fahren halt wirklich Gas geben schnell. Das ist eigentlich das kleine Stück der 90er ist und noch besser, kein 30er. Sind sie wahnsinnig. Ich bin hier in der Slowakei. So kommen wir 25 durch die Gegend. Auch noch österreichische Polizei. Ich habe von links kommt nichts von vorne nicht. Kommt er noch. Jetzt kannst du mal was verrichten, müssen wir auch. Was haben wir denn da? Warte, 3 Stunden, dass wir fahren gerade. Förster schwer 90er waren jetzt wieder 50 Kills. Es ist nicht durchsichtig für mich. Aber ja, 40. Mit dem Tempomat ganz ruhig und easy. Brauchen wir uns darum kümmern. So, bei der Ampel fahren wir links. Fast sogar verbremst, hätte ich gesagt. Schon wieder rechts. Bratislava haben sie schon schön gemacht hier im Spiel. Das ist eigentlich fix und gepatcht, nur es schaut mal ein bisschen schöner noch aus als früher. Kann mir natürlich hier nach, aber hier kommt es jetzt so vor. Die Zusatz-XP lassen wir weg diesmal. Bevor ich es nicht machen muss gerade. Fahrt hätten wir abgeschlossen und kriegen sogar dafür volles Kontingent, das wir erreicht haben. Level 2 erreicht, aber ihr kennt mich, ihr Level noch nicht. Wir möchten keine Geldmittel. Was wir benötigen, wenn noch einen Auftrag, weil es wäre noch 15 Minuten, ist schon ein bisschen. Ist ein Kurzauftrag vielleicht. Kurzauftrag vielleicht in Richtung Wien. Wien ist eigentlich gleich ums Eck, also ein bisschen Graz jetzt. Von Bratislava weg natürlich. Bratislava Wien. Okay. Oder nach Brünn unter 13 Kilometer. Das ist Düstrich weg. Den mittel schon wieder weiter.
mit dem Blatt. Komm. Immer noch mit. Bratislava Brünn. Warum nicht? Zwei Aufträge genau in einen Part sind eigentlich normal. So, was war das jetzt? E-L. Und jetzt geht's ready. Stopp. Wo geht's denn da überhaupt raus? Genau sowas hatte ich befürchtet. Guter Turnaround. Das muss ich aber selber lohnen für den Turnaround. Wow, das war Sieg, YouTube. Wow, das war Sieg wieder. Ja, Klassiker wieder von mir. Das ist enge rausfahren. Das war Sieg, aber da fahren wir direkt. Warte, man kann nicht kommen. Wer wartet, der hat Angst und ich habe keine Angst in dem Spiel. Oh. Gut, wir sehen uns im nächsten Part, YouTube. Danke fürs Zusehen.